Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute mit dem Platin Guide. Ich hatte das in der Vergangenheit auch schon öfters mal gemacht. Ist unter anderem bei Hogwarts Legacy zum Beispiel. Und deswegen starten wir direkt mal rein. Es gibt im Prinzip nur drei Trophäen, die relevant sind. Alle anderen werdet ihr im normalen Spieldurchlauf sowieso bekommen. Das ist einmal Softcore Level 100, Hardcore Level 50 und Besiege über Lilith. Die einfachste Trophäe davon ist auf jeden Fall Softcore Level 100. Das kann man auf jeden Fall easy erreichen. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist Geduld und Zeit. Und deswegen würde ich sagen, starten wir da direkt mal rein. Da hätte ich nämlich ein paar Tipps und Tricks, die euch das Level leichter und vor allen Dingen schneller machen. Die erste wichtige Info ist, alles vor Level 60 ist nicht so wichtig. Das bedeutet, der ganzen Gegenstände, die ihr vor Level 60 bekommt, heilige, seltene, legendäre Items, werdet ihr alle nicht ab Level 60 weiterhin benutzen. Denn ab Level 60 gibt es solche vermachten Items mit Gegenstandsmacht 700 und drüber. Und das sind die Items, die ihr auf jeden Fall später haben wollt. Umso höher die Gegenstandsmacht, umso besser natürlich. 820 ist hier das Maximum. Meine Waffe hier zum Beispiel hat 801. Würde theoretisch also noch besser gehen. Und darauf kommt es dann später ab Level 70 an. Außerdem würde ich auf jeden Fall vorschlagen, wenn ihr jetzt neu startet, die Story so schnell wie möglich durchzuziehen, nach der Story auf Weltstufe 3 zu kommen und dann heilige Albtraum-Dungeons zu machen, bis ihr Level 70 seid und dann auf Weltstufe 4 zu kommen, um dann Ahnensiegel zu machen. Ahnensiegel sehen so aus, können ab Stufe 20 dann betreten werden und geben sehr viel mehr Erfahrung. Außerdem wichtig, dass eure Gegner immer 3 Level über euch sind. Das ist in den Siegeln. Siegel plus 53 ist immer das Level der Gegner. Das heißt, wenn ihr jetzt hier das Siegel 47 zünden würdet, wären die Gegner Level 100 und Level 101. Und da würde ich immer schauen, dass die Gegner mindestens 3 Level über euch sind, weil 3 Level über euch gibt 15% mehr Erfahrung pro Level. 5% hatte ich ja in den letzten Tipps und Tricks Videos schon mal erwähnt. Und da würde ich immer drauf achten. Auch wichtig, übertreibt nicht mit der Siegelstufe, weil mehr als 3 Level, alles was drüber ist, macht ihr es euch nur unnötig schwer. Das heißt, wenn die Gegner Level 100 sind und ihr seid gerade mal Level 80, macht ihr es euch extrem schwer. 17 Level sind die Gegner drüber und das bringt euch gar nicht mehr Erfahrung oder so. Deswegen würde ich da auf jeden Fall immer schauen, dass ihr immer so in diesem 3, 5 Level Range seid. Das heißt, wenn ihr jetzt Level 70 seid, macht ihr in Stufe 23 zum Beispiel. Oder 20 würde auch noch gehen. Ja, und dann ab Weltstufe 4 geht es darum, euch einen richtigen Build zu suchen. Ich habe hier den Druidenbild, den habe ich entweder schon vorgestellt oder noch nicht. Falls ich ihn vorgestellt habe, werde ich ihn hier oben auf jeden Fall verlinken. Damit habe ich Level 100 erreicht, ist relativ easy, ist der Pulverisieren-Build. Der macht gegen Bosse nicht den großen Schaden, aber gegen die Massen in den Siegeln. Und das ist natürlich wichtig, wenn ihr die Altrum-Dungeons lauft, um Level 100 zu kommen. Wichtig, AOE-Damage zu haben. Ansonsten im Internet schauen, dass ihr euch einen guten Build da raussucht oder ein bisschen selber basteln und dann die Siegel laufen. Mittlerweile geben die Siegel 80% mehr Erfahrung. Das ist also wirklich jetzt schon auch in einer Woche machbar, Level 100 zu erreichen oder vielleicht sogar schneller. Und dann einfach Geduld und Stunden. Mehr gibt es da leider nicht zuzusagen, keinen wirklichen Trick. Ihr müsst einfach richtig, richtig viele suchten. Da würde ich sagen, kommen wir zu etwas schwereren, meiner Meinung nach, Trophäe. Die dauert zwar nicht so lang, ich habe jetzt hier so um die 10 bis 15 Stunden gebraucht für den Hardcore-Charakter, habe es aber auch beim ersten Try geschafft. Wenn ihr da die Highlights sehen wollt, ich habe es hier oben schon hochgeladen. Den habe ich gerade Level 50, genau hier bin ich Level 50 gekommen und habe direkt ausgemacht, weil mehr will ich gar nicht spielen. Level 50, was kann ich für Tipps geben? Ihr dürft natürlich nicht sterben im Hardcore-Modus, deswegen dürft ihr gar keine Risiken eingehen. Ganz wichtig, die top höchsten Prioritäten, keine Weltenbosse. Ganz wichtig, auf gar keinen Fall irgendwelche Weltenbosse. Ich port mal hier gerade weg, bevor ich sterbe. Weltenbosse auf jeden Fall meiden. Weltenbossen können euch one-hitten. Macht das auf gar keinen Fall. Legionen niemals in der Masse stehen. Legionen wirklich mit äußerster Vorsicht zu genießen. Ich habe es ein paar Mal gemacht. War aber auch immer weit außen und immer auch sehr, sehr sicher gespielt. Legionen geben aber sehr viel Erfahrung. Lohnt sich also. Auf gar keinen Fall in Dungeons gehen. Auf gar keinen Fall irgendein Verlies machen. Auf gar keinen Fall. Verliese so gut es geht meiden. Vor allen Dingen ab Level 20, wenn ihr schon ein, zwei Stunden drin habt. Auf gar keinen Fall in die Verliese gehen, weil dort kann der Schlechter kommen. Und der Schlechter
gerade auf Low Level, wird euch töten. Und wenn ihr tot seid, könnt ihr neu starten. Deswegen, ich habe nicht ein einziges Verlies gemacht. Doch, eins habe ich gemacht auf Level 30 und da war auch direkt die schlechte. Aber ich bin so schnell gelaufen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Deswegen auf gar keinen Fall Verliese machen. Mein Top-Tipp ist, sobald ihr den Softcore-Charakter auf Level 100 gemacht habt, werdet ihr definitiv die Story durchhaben. Und dann würde ich euch raten, im Hardcore-Modus nur den flüsternden Baum zu machen. Hier, den Totengeflüster. Und das Ganze immer in Kiowa-Staat, in Skosglen und in der Trockensteppe. Hier diese Aufgaben machen, die geben richtig gute Erfahrung, wurden auch im letzten Patch 1.0.3 nochmal erhöht, die Erfahrung. Und einmal hier beim Baum abgeben, gibt richtig viel Erfahrung. Am Anfang ein halbes Level, später ab Level 40 ist immer so ein Drittel bis Viertel. Das lohnt sich extrem. Kostet natürlich viel Zeit. Wie gesagt, ich habe jetzt hier 10 bis 15 Stunden gebraucht, aber es ist die sicherste Variante. Geht keine Risiken ein. Geht auf gar keinen Fall nach Havizar und auf gar keinen Fall nach Kirgistan. Geht auf gar keinen Fall ins PvP-Gebiet. Geht nicht in die Verliese. Geht nicht über Los. Zieht keine 200 Euro ein. Nein, also macht die Toten, macht den Totengeflüsterbaum, den flüsternden Baum, diese komischen Aufgaben hier. Und geht keine Risikos ein. Ich würde euch raten, macht in jedem Gebiet einmal die erste Aufgabe da hinten, damit ihr überall den Fähigkeitspunkt bekommt. Das gibt nochmal sehr viel. Das gibt nochmal einen guten Boost. Und dann am besten würde ich sagen Barbar und Druide, weil die beiden sind am tankigsten, haben am meisten Verteidigung. Und sterben dementsprechend am wenigsten. Ich habe jetzt hier einen Totenbeschwörer mit Lakaien genommen, also mit den Skelettkriegern. Das war auch immer ganz gut, weil da musste ich keinen Schaden selber machen, konnte mich relativ weit zurückziehen. Und vor allen Dingen hat der Golem hier diese Fähigkeit, dass er 15% meines Schadens absorbiert. Das heißt, wenn tödlicher Schaden reinkommt, würde der nochmal 15% abziehen und ich sterbe nicht. Das war mir extrem wichtig, deswegen habe ich den Totenbeschwörer genommen. Aber wie gesagt, Barbar und Druide geht auch. Zauberer und auch den Rogue würde ich tatsächlich nicht nehmen. Die sind relativ squishy. Die letzte Trophäe, die überbleibt, ist über Lilith. Und das ist die schwerste Trophäe, die es, glaube ich, also die ich in den letzten Jahren so in irgendeinem Spiel gesehen habe. Ich mache öfters mal Platin, in den Souls-Teilen kein Problem. Demon's Souls, Dark Souls, Elden Ring, alles kein Problem. Aber über Lilith ist eine Trophäe, die es wirklich in sich hat. Und ich wünschte, ich könnte euch einfach den Top-Tipp geben, womit ihr die easy peasy schafft und womit die jeder schafft. Aber so ist es leider nicht. Ihr müsst A, erstmal auf jeden Fall einen Charakter Level 100 haben. Vorher braucht ihr die gar nicht versuchen. Ich habe es mehrmals versucht, hat pff, ist sowieso. Also selbst auf Level 100 ist das dumm. Oh, ihr werdet es gleich sehen. Ich werde gleich mal reingehen und mich killen lassen. Ihr braucht auf jeden Fall einen Level 100er Charakter. Ihr braucht den perfekten Build. Also glaubt nicht, dass ihr mit eurem eigenen Build die schafft. Es gibt nur ein paar Builds und ein paar Klassen, die die schaffen. Totenbeschwörer, Grüße gehen raus an Skoppel, der mir geholfen hat. Rogue soll es wohl schaffen. Druide schafft es. Barbar schafft es sehr, sehr schwierig. Ganz am Anfang, als es noch keine Patches draußen waren, hat der Barbar das richtig easy geschafft. Mittlerweile Barbar schafft die gar nicht. Also, Barbar kann die gar nicht machen. Das heißt, wenn ihr Level 100 Barbar habt, es tut mir leid, ihr müsst einen neuen Level 100er machen. Und Zauberer schafft die auch sehr gut. Druide, der pulverisierende Druide, den ich hier habe, schafft die nicht. Das werdet ihr gleich auch sehen, weil ich gegen Bosse viel zu wenig Schaden mache. Ich hatte auch in der Platin-Run schon gesagt, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich euch sage, die Platin ist richtig, richtig schwer, weil. Ich habe mich hier auch boosten lassen. Skoppel hat die für mich gemacht, weil ich keinen Totenbeschwörer habe und er schon. Da werde ich euch gleich auch den Trick sagen, wie das geht. Das heißt, wenn ihr irgendeinen Kollegen habt, der die schon geschafft hat, kann der euch helfen. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch gleich. Aber ich zeige euch einmal, wieso über Lilith eigentlich. Also, es ist unfair, es ist unmöglich, es ist dumm. Ich hasse es. Es ist einfach. Jede Attacke one-hittet euch. Also. Ihr müsst perfekt ausweichen. Es ist nicht so, dass ihr irgendeine Attacke überlebt. Ich bin richtig tanky. Ich habe 11.000 Leben, 7.000 Rüstung. Ich versuche mal hier ein bisschen was zu machen. Ihr seht, ich mache gar keinen Schaden. Ich bin Level 100. Ich mache teilweise Millionen Crits.
Wir versuchen jetzt einfach mal das Beste. Oh. Da war der One-Hit. Wie viel Schaden habe ich gemacht? Ein ganz kleinen Pfitzel und ihr seid wieder raus. Es tut mir leid. Über Lilith ist eine dumme Trophäe und ich verstehe nicht, wieso Blizzard das macht. Wir können mal auf die Trophäe schauen. Die Abschlussquote besiegt über Lilith. Mittlerweile 0,3%, das wird aufgerundet, haben diese Trophäe geschafft. 0,3%, das ist so wenig. Müsst ihr überlegen, Hardcore-Charakter ist wirklich machbar, haben 0,6. Und über Lilith gerade mal 0,3%. Und ich habe es selber nicht geschafft. Ich müsste mir meinen Totenbeschwörer, den ich mir schon ready gemacht habe, auf Level 100 ziehen, um die zu schaffen. Ich kann euch den gerade mal zeigen, den ich mir schon vorbereitet habe. Ich habe hier schon Totenbeschwörer mir vorbereitet, Level 63. Den wollte ich eigentlich hochleveln auf Level 100, um die dann selber zu machen. Aber das ist jetzt zum Glück nicht mehr nötig. Aber jetzt einmal, wie ihr euch boosten lassen könnt. Wenn ihr einen Kollegen habt, der die kann, solo, dann wird er sie sehr wahrscheinlich nicht im Duo schaffen, weil im Duo hat die direkt doppeltes Leben. Sobald ihr mit zwei Leuten drin seid im Game, hat die doppeltes Leben und es wird sehr, sehr, sehr viel schwieriger, die zu schaffen. Deswegen mein Tipp, lasst euren Kollegen die alleine machen, bis sie nur noch einen ganz kleinen Fitzel an Leben hat. Dann joint ihr nach, joint zu eurem Kollegen, geht in den Bossfight rein. Dann ist auch egal, ob ihr sterbt oder nicht. Ihr müsst nur einmal in den Bossfight sein. Euer Kollege macht den letzten Schlag und killt sie und ihr habt die Trophäe. So hat es Skoppel für mich gemacht. Skoppel, einer aus der Community. Ja, ich wünschte, wie gesagt, es wäre einfacher und ich könnte euch einen besseren Tipp geben. Aber die Trophäe ist einfach wirklich, ja, sehr, sehr mies. Ich würde mich natürlich trotzdem über ein Follow auf dem Kanal freuen, wenn ihr demnächst zur Season nichts verpassen wollt. Die kommt am 20. raus, ab dem 18. kommt der Patch raus, dann schauen wir uns die ganzen neuen Items an. Und würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.